Ja, dann habe ich so den ersten Breakdance rausgepackt, das Riesenrad ausgepackt. Dann sagt er, was sind denn das für coole Modelle? Ja, ich bin Herr Daniele, ich bin 34 Jahre alt, ich lebe in Ratingen und beruflich bin ich Flugbegleiter. Ja, ich bin auch der Daniele, bin 37 Jahre alt und bin gebürtig aus Düsseldorf und bin Omnibusfahrer. Ganz komischer Zufall war das. Ja. Also ja, wir haben uns kennengelernt, derselbe Name, dieselbe Herkunft. Beruflich, ja, Busfahrer, Flugbegleiter, passte irgendwie auch ganz cool. Ja, und wir sind jetzt zusammen seit 2,5 Jahren. Mhm. Ja. Also ich mache Modellbau, seitdem ich 13 bin. Habe ganz früh mit Faller angefangen. Es hat sich dann irgendwann alles so ein bisschen gesteigert. Und dann kamen andere Sachen dazu. Und irgendwann habe ich mich auf das Thema Kirmes konzentriert. Ja, und jetzt mittlerweile, ja, sind schon einige Jahre. Ne? Du hast auch schon relativ früh. Wann hast du damit angefangen? Ja, also ich habe 2002 damit angefangen. Ich hatte aber nur speziell, sage ich mal, Modellbusse gehabt. Aber durch den Wechsel von der Mechatronikabteilung in den Busverkehr, sage ich mal, musste ich mein Hobby halt an den Nagel hängen, weil ich dafür keine Zeit mehr hatte. Aber durch ihn... Ja, dann haben wir uns halt kennengelernt und ich hatte zu der Zeit alle Kirmesmodelle in Kartons eingepackt, weil ich in die Wohnung hier frisch eingezogen bin. Dann haben wir uns halt kennengelernt und irgendwann hat er mich gefragt, sag mal, was hast denn du da in den ganzen Kartons drin? Und ich sag, gut, dann zeigst du dem das halt mal. Ne? Dann habe ich so den ersten Breakdance rausgepackt, das Riesenrad ausgefahren. Dann sagt er, was sind denn das für coole Modelle? Ja, ich sag, ja, ich hatte mal so eine Kirmesanlage. Und dann stehen die Sachen in den Kartons, das muss doch raus, das muss doch gezeigt werden. Und von dem Tag an habe ich mir gedacht, perfekt, du hast einen Partner, der dich unterstützt, du hast einen Partner, der Bock darauf hat, weil alleine ist das halt auch schon manchmal echt ein bisschen viel Arbeit mit den ganzen Kabeln und so eine zweite Hand ist manchmal schon ganz cool. Ja, und dann ging's los, ne? Wir haben angefangen mit einer kleinen Kirmesanlage. Dann sind wir so in diesen Flow gekommen, haben so einen Spaß daran gehabt, dass die immer mehr und mehr gewachsen ist. Ja, und das Ergebnis steht jetzt hier hinter uns. Genau. Fast 8 Quadratmeter. Ja, und 2 Jahre sind wir jetzt, glaube ich, dran. Ne? Zwei Jahre zusammen jetzt. 2 Jahre jetzt haben wir für dieses Projekt bis jetzt schon investiert. Ja.